Ja, möchte eine Herausforderung. Wo geht's jetzt hin? Nee, Schlambada will ich jetzt nicht tanzen. Mit wem trifft er sich jetzt und wo trifft er sich? Und jetzt vorbei? Du, ich komme nicht aus China. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Okay, keine Ahnung. Warten wir es einfach ab. Vielleicht sollten wir erstmal in die Akademie. Und es dann nochmal versuchen. So. Okay, versuchen wir es jetzt nochmal. Gegner zum Sparring herausfordern. Möchtest du Ho Sung Kim zu einem offiziellen Kampf konditionieren bis zum bitteren Ende? Ho Sung Kim. Ja, und wo ist Ho Sung Kim? Gucken wir mal, wo Familie Kim ist. Weil ich ja jedes Mal die Kims da herausfordere. Okay, wer wohnt hier? Pi. Lu. Wang. Kim. Wunderbar. Okay. Dann wissen wir jetzt wenigstens, wo wir hin müssen. Dann müssen wir nur noch die gesuchte Person finden. Klingelding. So. Ist jemand da? Oder wer ist da? Hä? Hallo? Aha. Sie das? Hui Jung Kim? Freundschaftlich begrüßen. Drücken wir einfach nochmal. Gegner zum Sparring herausfordern. Hong Ho Sung Kim. Okay, irgendwas ist dazwischen gekommen. Er ist nicht zu Hause, sagen wir es mal so. Oder sie? Keine Ahnung. Wir sind jetzt da zu Hause. Wir können jetzt auf ihn warten. Mir ist etwas dazwischen gekommen. Okay, ja, schön. Aber gibt es irgendwo eine Funktion, noch irgendwie am großen Turnier teilnehmen oder so? Telefon, soziale Netzwerke. Gegner zum Sparring auffordern. Jetzt ist wahrscheinlich jemand anderes. Wer ist es jetzt? Ho Sung Kim. Hui Jung King. Kim. Ja, toll. Wann kommt dieser Mensch dann jetzt mal nach Hause oder wo ist der bitte? Yang Lu, Besonderheitenhändler. Ja.
Rang 3, okay, immer beim nächsten anrufen und gegen ihn kämpfen. Ah, okay, also hier steht, dass man im Basislager gegen den antreten muss. Also sollten wir mal ins Basislager zurückgehen. Und dann nochmal anrufen. So. Jedenfalls hat das hier jemand geschrieben. So. Mit wem willst du tanzen? Naja, okay. Halten wir mal den Eingang im Auge, ob da jemand hinkommt. Da ist jemand. Ho Sung Kim, da ist er. Freundschaftlich begrüßen. Wo auch immer die sich jetzt treffen. Irgendwo, da. So. Zu einem offiziellen Kampfturnier herausfordern. Yeah, machen wir. Jo, Alter, lass checken. Mitten im Wohnzimmer gibt's den Kung-Fu-Kampf jetzt. Hier, vor der richtigen Kulisse. Müssen die Frauen nur hier wegschmeißen, so. Die Brille ist mit Superkleber angeklebt, damit die sich keinen Millimeter verschiebt. Wir haben die anderen geschrieben, es kommt immer darauf an, aus von welchem Grundstück man anruft. Weil die Wege ja auch ganz schön lang sind in China, weil die NPCs hier auch zurücklegen müssen. Aber machen wir es jetzt einfach hier immer im Zentrallager. Das klappt hier ganz gut. Jedenfalls hat es jetzt gerade einmal geklappt. Die denkt auch nur so, was machen die hier? Setz dich sehen, ruhig dahin und liest Buch. Ich dachte, dass die das irgendwie in der Arena machen oder so, aber naja, gut. Ja, ein Kampfkünstler muss auch überall bereit sein zu kämpfen. So. Wie sieht's denn jetzt aus? Gewinnen wir, verlieren wir? Darf ich dich nochmal herausfordern? Das kommt bestimmt, weil er vorher getanzt hat. ab ins Bett mit dir. Haben wir schon 19 Uhr. Dann versuchen wir es am nächsten Tag nochmal. 20 Kilogramm schweren Fisch an Land gezogen. Heiliger Scheiß. Ins Bett mit dir, Serena. So. Gut. Okay, immerhin haben wir jetzt rausgefunden, wie das geht. Schauen wir mal, was da noch so steht. So. Wir haben verloren. Irgendwer zockt der Computer oder so. So, wir haben 1 Uhr noch irgendwas und er steht auf. Yay. Sonst nichts zu tun. Sparring mit jemandem, ja.
Aber wenn ich ihn um 5 Uhr anrufe, reißt er mir, glaube ich, den Kopf ab. Um 1 Uhr nachts. Egal, wir können ja mal machen. Sim anrufen geht nicht. Er befindet sich bereits auf dem Grundstück. Was heißt das denn? Ist der denn? Schläft der hier irgendwo? Ist eine Alkoholleiche. Ist er denn? Okay, Einheimische schlafen auch in normalen Betten hier. Da ist er. Okay. Dann soll der sich mal frisch machen. Okay, ab in die Dusche. Ein Bad nehmen, bitte. So, und dann kann er ja was essen. Wo ist denn hier die Küche? Hier ist die Küche, ne? Frühstücken, Waffeln. Ja, dann ist er fit. Gleich um 5. Was für eine komische Musik. Ja, nicht nur das Essen. Du musst das Essen auch essen. Wofür machst du es denn sonst? Jetzt kommt ja irgendwer anders und isst ihm sein Essen auf. So. Wollen noch, dass du fit bist für den Kampf. Jetzt wird der Typ geweckt hier. Das war, glaube ich, hier falsch, ne? Das ist nämlich die falsche Person. Hier, den da aufwecken. Muss immer bereit sein. Wo geht denn das hier? Zum Kampf herausfordern. Nicht wieder ins Bett gehen. Diesmal spule ich vor. Wir scheinen ja noch sehr viele Kämpfe bestehen zu müssen. Oh, wir haben ihn besiegt. Wunderbar. John Sonnenschein hat Hong Sung Kim in einem offiziellen Sparringturnier mit 2-0 besiegt. Ah, okay, das klingt doch gut. Dann waren wir wohl nicht fit genug. So, dann rufen wir jetzt mal den nächsten an. Sim anrufen, Gegner zum Sparring herausfordern. Jianan Lu. Ja. Nein, du musst meine Freundin nicht besser kennenlernen, Junge. Du wolltest nur mit mir sparren. So. Da ist er. Okay, es ist eine Frau diesmal. Aber das ändert ja nichts an der Sache. So. Ich will kein Abenteuer abschließen. So. Wir begrüßen die Dame erstmal. Und dann fordern wir sie heraus. Genau, herausfordern. Die ist blau? Der eben war rot. Ich dachte, wir haben schon das höchste Level. Naja, gut. Fordern wir sie mal heraus. Das ist der Strohhalm.
Er hat besiegt. Mit 2 zu 1. Wunderbar. Okay. Aber einen Rang habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen. Aber es sind ja wahrscheinlich noch ein paar vor uns. Gegner-Herausforderung. So. Steht irgendwo vielleicht, welchen Rang wir haben. Gucken wir mal bei den Fähigkeiten. Moment. Da sind die Fähigkeiten und da ist Kampfkunst. Trainierte Schüler 1. Okay. Siege in Sparring-Wettkämpfen 5. Siege in Turnieren 2. Platzierung im Turnier 0. Oh Gott. Welchen Rang müssen wir haben? Turnierlevel 5 erreichen. Okay, dann rufen wir noch ein bisschen an. Maya Wang. Ja. Sie kann nicht kommen. Warum kann sie nicht kommen? Ist Maya Wang schon hier oder was? Schauen wir mal, wo wir Maya Wang finden. Wir hatten, ich meine, Wang schon irgendwo gesehen. Hier ist der Wang-Haushalt. So, dann besuchen wir sie halt. So rum geht's auch. Hallo, wer bist du? Du bist Maya Wang. Wunderbar. Kann ich dich jetzt herausfordern? Ich bin zwar zu dir nach Hause gekommen, aber da geht's doch auch, oder? Geht auch, wunderbar. Man muss also nur wissen, wer der Gegner ist, und dann kann man ihn egal wo herausfordern. So. Muss wahrscheinlich auf irgendwas aufpassen, deswegen hat sie so keine Zeit vorbeizukommen. So. Zu 0 haben wir sie besiegt. Und wir sind jetzt Rang 1. Hey! Ach, das haben wir uns aber auch hart verdient. Ob der heute noch einen Kampf durchsteht, ich weiß es nicht. Sind ja noch ein paar Tage im Urlaub. Wir rufen einfach schon mal an und schauen, wer der Nächste ist. Gegner zum Sparring herausfordern. Wer ist denn der Nächste? Ho Sung Kim. Den haben wir doch schon. Ja, dann halt. Ho Sung Kim. Kann ich hier mal duschen? Ich glaube, die sitzt gerade auf dem Klo. Ja. Ober nun an. Streit doch nicht mit dir. Geh da raus. So. Wir grüßen. So. Also egal, wo man ist, man kann die herausfordern. So, dann fordern wir den mal heraus. So, das ist eine Herausforderung, nicht wieder abhauen. So. Irgendwie will das nicht. Okay, dann geh erstmal nach Hause. Vielleicht klappt's da. Aber ist wahrscheinlich auch schon wieder so fertig. Dum-da-dum-da-dum-da-da. Okay, dann ruf mal an. So. Ja,